Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von How to Survive 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Doskas mit dabei, der euch ein wunderschönes Weihnachtslied im Hintergrund trällert. Ho, 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 es weihnachtet sehr, oh, fröhliche. Genau, fröhliche. Ho, ho, ho. Ja, wir haben gerade festgestellt, die Folge kommt sehr passend kurz vor Weihnachten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle wunderbar eure Geschenke besorgt habt. Ansonsten wird es echt stressig für euch. Viel Spaß. Ja. So, und wir werden uns jetzt auch mal ein bisschen Weihnachtsgeschenke besorgen. Oh, Zombie. Ah, Zombie. Ja, komm, hier, direkt mit der Gitarre. Ja, oh. Was ist denn das für ein Auto-Aim hier? Guck mal, ich gucke in die Richtung was und der haut da auf dich drauf. Was hast du an Fest der Liebe nicht verstanden? Haut mir voll die Gitarre ins Gesicht. Ich wechsle mal die Waffe lieber. Ja, ich bitte darum. Ist ja der Hammer. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Da fällt mir eigentlich nichts mehr dazu ein hier gerade. Ja, Hammer. Oh, ich habe hier jemanden gefunden hier oben. Ein Kovac-Fan. Ich warte mal auf dich, bis du da bist. Falls wir die beide ansprechen müssen. Nee, falsche Seite. Okay. Quatsch mal an. Mach mal an. Jo. Nicht schlechte Deko, was? Wie bitte? Ach, das da. Das ist nur ein kleiner Kratzer. Das ist nichts im Vergleich mit den Glücksgefühlen, das einer erfüllt, wenn man den großen Kovac geholfen hat. Oh, das ist das schönste Weihnachten meines Lebens. Na, okay. Alter, es ist echt der Hammer, wie passend die Folge war. Oder ist. Genau, ist. Ne? Ja. Weihnachten ist noch nicht vorbei. Ja, stimmt. Weihnachten kommt ja quasi erst. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich dann auch gucken, in welchem Land man dann ist. Ich meine, es ist ja auch nur in Deutschland so 24. Ne? Amerika ist es ja erst im Januar, anders? Ne? Anders? Bist du dir da sicher? Also ich weiß nicht, also für jeder, der das vielleicht weiß, also die feiern das später. Ich dachte nur, dass ich in China jetzt, das Ganze verspätet ist. Aber ich müsste jetzt gerade echt lügen. Wo das ist. Ich meine, in Amerika ist das. Da ist quasi Bescherung erst 6. oder 7. Januar, glaube ich. Hm, okay. Da reicht mein Wissen leider nicht aus. Meins auch nicht, aber ich finde es einfach mal schön, dass man drüber gesprochen habe, damit ich einfach mit meiner völligen Inkompetenz glänzen kann. Ui, guck mal hier. Jawohl. Und die Mainzelmännchen in Reihung liegt quasi. Oh, Lootfest. Oh, du Lutigkeit. Ja. Ach, die muss. Ich finde die Musik auch schon so klasse. Ja. Da, da kotzt. Guck mal, der mag Weihnachten nicht. Ja, guck mal, ein Grinch. Der Grinch ist los. Hast du denn schon einen Tannenbaum? Nein. Nein. Gibt's das bei dir nicht? Doch, aber. Oh, da ist ein Geschenk! Ich will jetzt nicht vom Thema ablenken, aber da ist ein Geschenk! Stirb, Schüler, mein Geschenk. Warum kann ich das Geschenk nicht looten? Aua! Voll gemein. Bestimmt mein Geschenk, deswegen. Doch da. Eine Bonbon-Tüte. Aha. Nee, ich habe tatsächlich keinen. Ich habe auch noch nicht mal Weihnachtsdeko. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich Weihnachten nicht mag. Das liegt aber einfach daran, da ich auch an Weihnachten arbeite und ja, hab da jetzt irgendwie dieses Jahr nicht so die Muse jetzt auch dazu gehabt und ich stelle mir halt vor allem auch keinen Weihnachtsbaum hin, wenn ich eigentlich eh nur auf der Arbeit bin. Ja gut, das macht sogar Sinn. Das Problem ist aber halt einfach, dass ich jedes Jahr an Weihnachten arbeite. Ja. Naja, was heißt Problem? Hast du schon nicht den Deko-Problem-Stress? Das sowieso nicht, weil ich habe keine Deko. Ja, oder so. Siehst du, bei mir mal, ich guck einfach, die Freundin ist dafür da, was Deko angeht. Also das Einzige, was ich habe, das sind so drei geile Weihnachtsmann-Frettchen, ja. Okay. So eine Figur, das ist das Einzige Weihnachtliche, was ich habe. Ja, Frettchen sind ja auch sehr weihnachtlich. Ja, das hat mir meine Freundin geschenkt, also von daher. Ja, aber die fand ich so cool. Ja. Die wollte ich damals halt unbedingt haben.
Ich habe gar nichts. Oder habe ich hier? Doch, ich habe irgendwo habe ich hier ein. Oh, nochmal ein Geschenk. Irgendwo habe ich ein weihnachtliches Teelicht. So, was haben wir hier drin? Eine Bommel. Ich habe eine Bommel gefunden und roter Stoff. Ja, roter Stoff habe ich auch. Oder den hast du jetzt, den roten Stoff? Den habe ich. Was ist eine Bommel, bitte? Weil, weißt du nicht, was eine Bommel ist? Ein kleiner Bommel aus Wolle, bei dem dir die Stricknachmittage mit der Oma wieder einfallen. Ach, was für eine wunderbare Erinnerung. Ja, okay. Sind diese komischen Wollbommelmützen da? Dieser komischen Bommel halt oben drauf. Ja, doch, doch, natürlich. Ja, das ist eine Bommel. Was trage ich nicht, weißt du? So. Warum nicht? Einem Doskers steht ein Bommel nicht. Das ist die einfachste Erklärung. Ah. Vielleicht steht einem Pedamus das mehr, weiß ich nicht. Hier ist ein Geschenk auf dem Dach. Ja, da müssen wir wahrscheinlich auch gleich dran, aber ich weiß noch nicht genau wie. Doch, ich weiß wie. Hast du schon eins gefunden? Was? Das ist ein Schiebeding. Nein. Ach nee, vom Haus hoch. Ah, ja, 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 macht auch Sinn. Oh, jetzt nur nicht runterfallen. Das klang komisch. Was denn? Warum hast du. Bei dir hat es gerade geboinkt. Achso, ja. Paket aufmachen. Paket, mhm. Geschenke. Geschenke, Geschenke. Ja, wobei ich jetzt natürlich auch sagen muss, so schön das Weihnachtsfest doch ist, aber das ist so das erste Jahr, wo ich jetzt so in der Familie jetzt halt auch, wo wir gesagt haben, wir schenken uns untereinander irgendwie nichts. Ich weiß ja nicht, wie das viele Leute darüber denken, die da jetzt vielleicht zuschauen. Ihr könnt es mal in die Kommentare packen. Ja. Beschenkt ihr euch noch viel oder sagt ihr ab so einem gewissen Alter, falls Kinder vorhanden, muss man ja so sagen. Ja, eben. Ob man im gewissen Alter dann einfach sagt, da gibt's nichts mehr. Also bei uns ist es so, das kam so von Oma, Opa quasi. So ab 18 gab's dann nichts mehr. Echt? Ja. Hey? Also, ja gut, bei uns ist es unterschiedlich, komischerweise. Also, jetzt so bei meiner direkten Familie, ohne Freundin mit einbezogen, wir schenken uns eigentlich gar nichts. Also Bruder zu Bruder, da nichts. Die einzige in der Familie, die jetzt noch was kriegt, ist die kleine Nichte. Logischerweise. Mhm. Wäre sonst doof für die Kleine. Und dann gibt's. Meine Eltern geben mir halt trotzdem noch so Kleinigkeiten, beispielsweise so Naschkram, sag ich mal. Okay. Ganz und? Anders bei meiner Freundin. Da ist es schon ein bisschen anders. Also da wird auch. Da hat er mich schon wieder aufgelassen. Ich wiederhole es nochmal, das Fest der Liebe. Kennst du nicht und das, Armor und Pfeil? Ne? Ja, genau. Da hast du was missverstanden. Ja, ne? Ist nichts mehr, schrei ich ho, 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 wenn du mich umnatzt, ey. Aua. Au. Packe ich aber gleich die Gitarre wieder aus. Ich nehme gleich das Aluminiumrohr in die Hand. Das darfst du gerne tun. Ja, also bei meiner Freundin ist das echt ein bisschen anders. Da wird da schon noch drauf geachtet, dass da jeder sein Geschenkchen bekommt. Okay. Da ist jetzt die liebe Oma oder der Opa, der dann seine weihnachtliche Schokolade wie jedes Jahr bekommt. Aber Hauptsache, da ist irgendwas da. Ich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von, also, ja. Ja, ich weiß nicht, also ich lebe halt nach dem Motto, also wenn ich jemandem was schenken will, dann mache ich das halt einfach. Da brauche ich jetzt nicht Weihnachten da dafür. Ja, so sehe ich das zum Beispiel am Valentinstag genauso. Immer schon Valentinstag aus Prinzip nicht? Richtig. Weil es einfach nur ein Kommerztag ist. Ja, richtig. Ja, aus der Blumenindustrie. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Davon mal abgesehen, wenn ich meiner Freundin Blumen mitbringen würde, würde die mich fragen, was habe ich angestellt. Ja. Das ist natürlich auch eine gute Kommunikation bei euch. Ja, ne? Oh, da platzt's. Hä, hey, haben wir irgendwie eine niedrigere Stufe wieder drin? Hatte ich erwähnt, 20. Oh, dann habe ich das überhört. Ja, das ist. Vorsicht, ich hab mich Armor kommt. Gewöhnt. Ja, ja, geht bloß weg. Oh, Geschenk. Jetzt schieße ich da mein Geschenk frei und er klaut mir mein Geschenk. Du bist voll der Grinch, Mann. Ne, ich komme da eh nicht hoch. Du nix kannst. Auch nicht. Ich helfe dir mal. Komm, komm, guck mal, jetzt machen wir weihnachtliche Zusammenarbeit. Ich bring dir das, damit du da hochkommst. Yeah. Das ist ja quasi damit wie du dein Geschenk kommst. Ja, genau. So, da bitte. Danke.
Farbeimer, hä? Weiße Farbe. Und eine Bombe. Mit nur Sprecheisen. Hm. Ach, hier geht's auch weiter. Noch roter Stoff. Aber. Roter. Oh ja, stimmt, stimmt. Na gut, toll. Hier ist nix. Boah. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Weil ich ja finde, das hat so ein bisschen eigentlich was von Ostern. So Eier suchen und so. Ja, das stimmt, ja. Müssen die gerade wunderschöne Geschenke suchen. Ja, also es ist tatsächlich so, meine Freundin ist wirklich die einzige Person, die ein Geschenk von mir bekommt. Okay. Ja, bei mir auch, so gesehen. Ja. Okay, die Kleine halt kriegt noch so ein Puzzle. Ja, gut. So ein Puzzle, ne? Ja, aber ich finde das auch für kleine Kinder, finde ich, wichtig. Ja, also ich finde, damit sollte man definitiv nicht zu früh aufhören. Aber, also, was mir halt auffällt, ist, dass man das, was man früher gemacht hat, das geht so langsam verloren. Also ich weiß ja nicht, wie das zu deiner Zeit war. Bei uns war es immer so, wir mussten, mein Bruder und ich, mussten beide ins Zimmer verschwinden. Und irgendwann haben dann meine Eltern quasi eine Glocke geläutet und dann hieß es halt, der Weihnachtsmann war da. Dann bist du reingekommen und die Geschenke lagen unterm Baum. Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Ja. Ab einem gewissen Alter wird das dann bei uns natürlich dann nicht mehr gemacht. Aber so als Kleinkind, muss ich sagen, fand ich immer eine sehr tolle Erfahrung. Also als Kind habe ich mich immer sehr drüber gefreut. Ich sag mal, irgendwann kommt man halt in eine Altersklasse, wo man dann halt einfach weiß, Eltern, hört auf mich zu verarschen. Und dann kann man sich das halt einfach sparen. Aber ich finde es toll, wenn es Eltern für ihre Kiddies machen. Ja, also ich kenne zum Beispiel auch bei Bekannten, da war das dann so, da kam dann immer so der Onkel, ne, der dann so in das typische Klischee vom Weihnachtsmann gepasst hat, kam dann da verkleidet und hat die Leute beschenkt. Ja, also das kenne ich halt auch. Das war bei uns jetzt nicht so. Aber ich glaube, das stirbt auch ein bisschen aus. Ja. Und vor allem, ich muss halt sagen, also gerade ein Arbeitskollege jetzt, ne? Also ich meine, der hat ja seinen Kiddies jetzt, wenn ich jetzt auch überlege. Also was der für Weihnachtsgeschenke ausgibt, ne? Also Wahnsinn. Nee. Okay. Ja, also die hat jetzt zum Beispiel ein neues Handy gekriegt, ja. Finde ich völlig übertrieben zu Weihnachten. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, in welchem Alter ist denn die Kleine? Ja, oh, was das heißt irgendwas? Die Kleine? Also, die macht ihr Abi, ja? Ach so. Also hat mit ihrem Abi jetzt angefangen. Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich finde, dann Weihnachten... ist ja gar nicht mehr so klein. Ja, natürlich, gar nicht mehr so klein. Aber trotz dessen... Oh, hier kommen Zombies rein. Ah, da kommt so ein komischer Renner hier rein. Warte, ich komme mit der Gitarre. Der rennt der vor mich hier. Ja. Er hat mich fast wieder getötet. Zack. Bumm. Oh, da spritzt du. Fröhliche Weihnachten da draußen. Ich hab schon gedacht, du kommst mit der Gitarre und haust wieder zu grad. Hab ich doch auch. Ich hab diesmal nur richtig getroffen. Ja. Aber wo ist jetzt hier das Geschenk? Ah, ich hab ein Geschenk gefunden. Kann's nicht öffnen. Doch. Unterstoff, flexibler Schlauch. Somit haben wir. Nee, das Brecheisen fehlt noch. Ja, ich meine, ich weiß zwar, wo die Kiste war, aber haben wir ja noch nicht dran. Hä, wo? Ja, dann müssen wir, glaube ich, mit dem anderen Schiebeding da wo dran denn? Gehen. Hier hinten. Hier hinten? Hier hinten. War zumindest da hinten. Ja. Weiß ich nicht mehr, wo es war. Boah, also wäre es hier hinten, müsste ich über die halbe Karte das Ding schieben. Oh, Hund. Boah, aua! Ja. So, der kleine Wadenbeißer. Oh, da ist noch hier eine Heilpflanze. Sehr schön. Ich renne jetzt einfach mal hier durch. Ist das, dass es hier oben war? Hm. Oh, es lag da. Achso. Bin mir gerade gar nicht mehr selbst so sicher, Mann. Ja, waren die Geschenke nicht fast eigentlich immer bei Häusern? Ja, wo war denn das? Das war so komisch umgittert und umzäunt. Ja, das habe ich vorhin geholt. Da musstest du nur oben ins Haus reingehen und runterspringen. Achso. Ja, das habe ich aber schon geöffnet. Ja,
Das muss ja noch hier irgendwo angezeigt werden. Eigentlich schon. So, da waren wir doch eben gerade drin. Das ist das, was er meinte jetzt hier mit dem Umzäunung. Oh, was war da? Hallo? Sehr komisch. Nicht, dass wir jetzt eine Kiste nicht richtig gelootet haben und es, die Brecheisenstange liegt einfach nebendran noch, ne? Das kann natürlich auch gut sein. Wundern würde es mich natürlich auch nicht. Aber es müsste ja auf der Karte angezeigt werden. Oh je. Ja, das stimmt wiederum, ja. Aber ich sehe es halt auch auf der Karte halt nicht. Aber ich persönlich war in diesem Haus noch nicht. Gucken wir mal, ob da hier der Peter ein bisschen hier geschlampt hat. Oh, da war ein Geschenk, aber das war schon offen. Aber ich gehe noch mal hin. Ist ja mal egal, geh trotzdem dran. Ja. Da ist, glaube ich, noch ein Geschenk mittendrin. Nee, da ist nichts mehr. Gucken, da so. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall euch da draußen, dass ihr nicht so lange braucht, um eure Geschenke zu finden. Ich hab's gefunden eben gerade. Du hast gefunden? Ah, mitten in der Karte. Komm ich mal hoch. Guck mal, die warten alle, die wollen auch das Geschenk haben. Ja, ja. Kauft euch mal eure eigenen. Meins. Meins, meins, juhu. Meins. Komm. Meins, meins. Ja, ist deins. Mach auf. Ach, das war nochmal eins. Ja. Hopp. Nicht draufklettern, du Affe. Yay, Pommel. Yay, Pommel. Und eine Bonbon-Tüte. Ja, dann sind wir jetzt aber auch schon durch hier. Dann können wir auch rausgehen. Na gut. Zukunftsflex. Ist leider so. Quest bestätigen. Ja, da geht ja gleich wieder das Weihnachtsflöten. Der Weihnachtsflöten? Da kommen wir direkt hier wieder in die Zombie-Horde. Ja. Fangen wir mal an, ne? Ja. So, Survivor, did you get everything you put on your list? Good. Oh, don't thank me. We can all be nice once a year. But make the most of it. It's only for one day. I'm counting on you to go back to intensive training starting tomorrow. No way, I'm letting you go soft. Ja. Okay. Kann ich verstehen. So, immer schön die Wasserflaschen wieder einsammeln hier. Ich würde mal ganz kurz hier mal diesen Fernseher wieder ausführen. Vielleicht gibt's ja da mittlerweile ein neues Video. Meinst du? Ja, weiß er nicht. Schauen wir mal. Nee. Nur drei Stück. Schade. Also, passt das. So ein weihnachtliches Video wäre jetzt noch echt cool gewesen. Ja, ebenso. Schöner Abschluss. Na gut, dann sammeln wir halt hier noch ein bisschen Loot ein. Vielleicht hat der Weihnachtsmann mir ja was in die Kiste hier gelegt. Ja, Stahlfedern. Und ein Aluminiumrohr. Ich könnte auch mal wieder in die Kiste gucken. Natürlich nicht, aber ich glaube eher nur, dass das war, weil ein DLC einfach nur aktiviert worden ist. Ja, das kann natürlich echt gut sein. Ja, man weiß es natürlich nicht. Wobei, zu mir hieß es ja damals in den Kommentaren, man soll immer wieder in die Kiste gucken. Deswegen bin ich ja so auf diese Kiste fixiert, quasi. Das stimmt wohl. So, wir haben so viel Zeug. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht kriege ich jetzt doch noch irgendwas zusammen. Wo ist denn jetzt hier der Schnellspucker? Ich brauche. Ah, mir fehlt so gesehen ein Kupferdraht und ein Aluminiumbarren. Aber, also den Barren kann ich ja, glaube ich, hier oben machen. Theoretisch. Mal eben. Das ist Silber, so, Blei, Aluminium. Hier ist der Barren. Den mache ich aus Aluminiumdosen. Sehr schön. Mache ich mal eins. So. Hat es geklappt? Jawohl, hat geklappt. Aber Kupfer. Boah, wir haben noch gar kein Kupferrezept, sehe ich gerade. Cool. Ich habe jetzt endlich mal Pferdenatur geskillt, das die Heileffekte erhöht. Was? Pferdenatur? Ja. Scheint neu zu sein. Oh, okay. Wo ist das? Unter Überleben wahrscheinlich. Ja. Erhöht den Heileffekt von allem, was du zu dir nimmst. Okay. Ich frage mich immer, wann diese Sachen kommen, weil ich patch das Spiel nie. Also ja, irgendwie, also ich weiß nicht, mir fällt das halt nie auf, weil ja, oder so. Wenn mein Steam halt einfach an ist, dann patcht er das halt einfach. Das
Ja, aber du hast ja trotzdem, kannst du ja unter Downloads, siehst du ja diese Liste. Ja, aber ich achte nicht drauf. Also selbst bei größeren Downloads, die fallen mir nicht auf. Oder größeren Patches, mehrere Gigabyte, das fällt mir halt einfach nicht auf. Ja, gut, mit deiner Hightech-Leitung da. Ja. Muss man halt klipp und klar dazu sagen. So, jetzt kann ich das Scheißding trotzdem nicht bauen, weil mir ein Kupferdraht fehlt. Ah. Dann halt beim nächsten Mal. Ja. Dann werde ich da einfach mal beim, hier, der Panikraum, da kriegen wir den Kupferdraht anscheinend. Das sollte ich mir merken und einfach mal in den Panikraum gehen. Haben wir überhaupt diesen Quest je gemacht? Der Name sagt nämlich gerade gar nichts. Mir auch nicht. Aber vielleicht hast du ja Glück und der Weihnachtsmann legt dir was in die Kiste über Weihnachten. Ja, kann ja sein. Vielleicht haben wir ja Glück, man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier erstmal. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Weihnachten, ein wunderschönes Fest und besinnliche Tage. Verbringt Zeit mit Freundin, Freund, Familie, wie auch immer. Habt viel Spaß dabei. Und wir sehen uns dann nach den Weihnachtsfeiertagen wieder und hoffen natürlich auch, dass ihr da wieder bei uns einschaltet. Kugelrund und gefüllt. Genau. Ja. Möchtest du noch etwas sagen, lieber Doskias? Du hast alles gesagt, was auf meinem Munde lag. Wunderbar. Dann lasst uns doch einen Daumen oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Sehr passend zur Weihnachtszeit. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ho, ho, ho.